3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den FK Pirmasens. War das heute das erwartet schwere Spiel? Das Ergebnis sagt ja eigentlich was anderes. Ja, ich denke schon. Gerade erste Halbzeit, glaube ich, haben wir insgesamt ein tolles Spiel gesehen. Ja, Pirmasens auch mit einer guten Leistung, haben auch zwei, drei gute Möglichkeiten. Ja, aber dann haben wir souverän gespielt. Wie gesagt, eine tolle Leistung unserer Mannschaft dann auch gegen eine Spitzenmannschaft. Ja, und schlussendlich einfach zurecht gewonnen. Nach 5 oder 6 Minuten gab es einen kleinen Schockmoment, da lief ein Pemmers das alleine aufs Tor, hat aber daneben geschossen. War das ein Weckruf für deine Mannschaft? Ja, ich weiß nicht, ob er Weckruf sagen kann oder sowas, ja, aber das hat schon gezeigt, wie gefährlich Pirmasens ist beim Kontern. Und ja, es war wichtig, dass er den nicht getroffen hat, denke ich mal. Aber danach haben wir die restlichen Minuten ein tolles Spiel gezeigt. Marc, 3:0 im Spitzenspiel gegen Pirmasens. Du hattest heute einiges zu tun. Wie hast du das Spiel von dort hinten aus gesehen? Ja, stimmt. Wir hatten am Anfang ein bisschen Glück mit der einen Situation, wo er gleich allein auf mich zukommt, dass er den vorbei macht. Wenn er den natürlich macht, wird es schwer. Aber wir hätten auch dann die Qualität gehabt, nochmal zurückzukommen, nochmal Tore zu machen. Wir haben schon ein paar Rückstände gedreht dieses Jahr, gerade am Anfang der Saison. Und wichtig war, dass wir die 2 Tore machen, vor der Halbzeit noch, dass wir dann mit gutem Gefühl in die Halbzeit gehen. Haben es dann gut runtergespielt zum Schluss, haben nichts mehr groß zugelassen und dann war das im Endeffekt auch verdient. Wie sehr freut es dich, gegen die bis dahin beste Offensive der Liga 2:0 zu spielen mit deiner Abwehr? Ja klar, es ist immer schön 2:0 zu spielen, gerade gegen die beste Offensive der Liga. Wir haben es gut verteidigt, wie gesagt, am Anfang einmal Glück gehabt, aber ansonsten sind wir sehr gut gestanden hinten, haben es sehr gut gemacht und es war schon gut. Nach 51 Minuten war schon das 3:0 gefallen. War da schon alles entschieden oder hättet noch gedacht, dass es irgendwie anders kommen könnte am Ende? Ja, war wichtig, dass wir es 3:0 machen direkt nach der Halbzeit. Das haben wir uns vorgenommen, wir wollten direkt eins nachlegen, den Sack zumachen. Und dass Pirmasens dann nicht mehr kommt, war uns klar, weil wir auch eine Qualität hatten. Wir haben es da hinten gut durchgespielt, haben nichts mehr groß anbrennen lassen. Und es war verdient. Patrick, 3:0 gegen den FK Pirmasens. Hast du erwartet, dass es so deutlich wird heute? Ja, ich denke, nee. Es war ja auch jetzt ein schwieriges Spiel trotzdem. Ich denke, von der ersten Minute hat man gesehen, dass Pirmasens auch einen guten Lauf hat, dass sie auch mit Selbstbewusstsein hier aufgetreten sind. Die haben uns direkt versucht, das Leben schwer zu machen. Können sogar 1:0 in Führung gehen, können wir uns nicht beschweren. Trotzdem denke ich, wenn man das ganze Spiel sieht, haben wir einfach sehr gut gespielt, konzentriert, immer wieder nach vorne, zumindest bis zum 3:0 und einfach hochverdient dann auch gewonnen. Du hast heute eigentlich 3 Treffer erzielt, 2 haben nicht gezählt wegen Abseits. Wie sehr ärgert dich denn das? Ja klar ärgert mich das, vor allem ich glaube in Pfeddersheim oder wo es war schon mal ein Abseits-Tor, da war es sicher keins. Ich würde sagen beim ersten heute war es keins Abseits, zweiten denke ich, dass ich schon im Abseits stehe, aber im Endeffekt haben wir heute 3:0 gewonnen und das ist das Schönste heute. Heute waren einige Zuschauer da, wie viel würdest du denn schätzen, dass heute da gewesen sind? Oder hast du es sogar mitbekommen? Ja, ich habe gelesen 4.000, ich hätte es gesagt, so 3 hätte ich schon geschätzt, 4 fand ich ein bisschen viel, aber umso besser. Aber du hast dich natürlich gefreut, vor so vielen Leuten zu spielen. Auf jeden Fall, also macht super viel Spaß dann, macht nochmal einen Tick mehr Spaß. Gerade wenn man so ein Fußball spielt wie wir und viele Chancen hat und dann das Publikum immer wieder kommt, macht das schon nochmal ein paar Prozent aus und das war heute sehr wichtig auf jeden Fall. Thank you.
Samstag geht es zum FV Engers. Wie unterschiedlich wird das Spiel jetzt sein zu dem Spiel heute? Ja, wird auch wieder nicht einfach. Wir müssen von erster Minute konzentriert sein. Natürlich gerade nach so einem Spiel, sage ich mal, muss man die Jungs wieder konzentriert, auf, dass sie einfach die Konzentriertheit wieder am Platz bringen. Ja, weil einfach wird das auch nicht. Ein Wort zur Atmosphäre heute. Es waren einige Fans da. Ja, tolle Atmosphäre. Ja, so wünschen wir uns jedes Spiel. Aber ich denke, die Zuschauer sind auch belohnt worden durch ein gutes Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere jetzt halt regelmäßig kommt. Und man sieht ja, das ist eine ganz andere Atmosphäre dann gleich. Und wie fühlt es sich an, vor so einer großen Kulisse zu spielen in der Oberliga? Sehr schön, sehr schön. Also das haben die Jungs direkt nach dem Abpfiff gesagt. Wir waren alle positiv überrascht, dass so viele Zuschauer da waren. Mit 4.000 hätten wir nicht gerechnet. Wir wussten, dass viele kommen. Aber dass es so viele werden, Chapeau.